Das Jahr 1717 war das goldene Zeitalter der Piraten. Die gefürchtetsten unter ihnen lungerten in den Gossen von Hildesheim herum. Doch selbst diesen gingen hin und wieder die Vorräte aus. So eine Pleite! Was ist los? Gib mir meine Banane rüber! Ist nur noch eine Schale da. Ihr seid alle so verfressen. Da ist auch viel mehr gegessen. Wieso? Da ist auch mehr gegessen. Wir besorgen uns jetzt was zu essen. Klar, wir sind ja Piraten. Wir kapern einfach das nächste Schiff. Nix und niemand kann uns aufhalten. Ja. Stimmt. Ja. Was ist das? Zeig her. Am selben Ort, 300 Jahre später. Was war das denn für ein Pass? Kanonenrohr. Was war das denn? Keine Ahnung. Wo sind wir? Meint ihr, hier gibt es Essen? Ich glaube nicht, dass wir hier was essen sollten. Die haben Kanonen, versteckt euch! Getan. Was sind denn das für komische Vögel? Wer seid ihr? Und warum seid ihr so komisch angezogen? Dasselbe könnten wir euch fragen. Was wollt ihr hier? Gibt es hier was zu essen? Was? Uns sind die Vorräte ausgegangen. Das kann doch nur einem Piraten passieren. Essen wollt ihr? Gibt es auf der Kostümparty keins? Scheint ja eine tolle Party zu werden. Kostümparty? Wir sind Piraten. Idioten seid ihr. Euch zeigen wir es. Zieht die Säbel, wir fordern euch heraus. Säbelkampf? Nein, wenn dann schon richtig. Wir fordern euch zu einem Battle heraus. Nach der Niederlage der Gang führten sie die Piraten zu ihrem lang ersehnten Siegesmahl. Und wofür ist eigentlich dieser Mini-Dreizack hier da? Mini-Vierzack.
Aber es war sehr lecker. Und nun, wir müssen irgendwie nach Hause kommen. Ich weiß schon, wer euch da helfen kann. Wer soll das sein? Am besten du zeigst es uns einfach. Muss ein Magier sein oder sowas. Mira. Ach, die. Was wollt ihr? Ihr seht ja immer noch so bescheuert aus. Das sind Piraten. Piraten? Wie für eine Kostümparty sehen die aus? Nein, was soll das? Das stimmt gar nicht. Wir sehen gleich aus. Also wirklich. Also gut, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir sind durch einen komischen Strudel gerissen worden und sind jetzt irgendwie hierher gekommen. Ja, einfach hier gelandet. Wo sind wir eigentlich? Warum habt ihr es nicht gleich gesagt? Ihr seid durch die Zeit gereist. Manchmal tun sich solche Löcher auf. Das kann passieren. Ihr seid in der Steingrube in Hildesheim im Jahr 2017. 2017? Das soll die Zukunft sein. Hier sehen alle so lächerlich aus. Ja. Voll. Was? Kriegt schon sowas. Vielleicht 19 Jahren. Was? Also soll ich euch nun helfen oder wollt ihr euch weiter über uns lächeln? Wir sind schon still. Also gut, wir machen das so. Letztendlich gelangten die Piraten also in ihre Zeit zurück. Wie es ihre Natur verlangt, erbeuteten sie Speis, Trank und einen Basketball. Währenddessen, 300 Jahre später. Fortsetzung folgt.